Vor genau 2 Jahren hat Miriam Pilau den Kampf gegen den Krebs verloren und ist völlig überraschend verstorben. Der Tod der Moderatorin ist nicht nur für Tochter Mina ein tragischer Verlust, sondern reißt auch ins Leben ihrer Freundin Eva Imhoff eine riesige Lücke. Am 2. Todestag ihrer engen Vertrauten rührt uns die 40-Jährige mit diesem Posting auf Instagram zu Tränen. Ich kann es nicht glauben. Ist es wirklich schon 2 Jahre her? Dieser schreckliche 12. Juli 2016. Niemals habe ich mich in meinem Leben so verloren gefühlt wie an diesem Tag und den Tagen drumherum. Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Unsere Selbstheilungskräfte können Wunden heilen. Aber bei manchen Wunden bleibt eine Narbe zurück, die eben nicht mehr weggeht und die an bestimmten Tagen mehr schmerzt als an anderen. Das Gedenken hält die Erinnerung und letztlich die Person ein Stück weiter am Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, du fehlst mir. Kaum vorstellbar, wie sich die Moderatorin an diesem Tag fühlen muss. Aktuell ist Eva zwar auf Mallorca unterwegs, wirklich genießen kann sie den Aufenthalt auf der Baleareninsel offensichtlich aber nicht. In ihrer Instagram-Story kämpft sie sichtlich mit den Tränen. Aber der 12. Juli wird immer mein Leben lang ein Scheißtag bleiben. Es ist komisch, ne? Solche Tage sind dann halt irgendwie besonders doof. Also ich denke immer an die Miri, ne? Die ist total präsent auch bei uns zu Hause. Aber so ein Tag, so ein Todestag ist halt, das kennen wahrscheinlich alle, die geliebte Menschen schon verloren haben, dass das einfach nochmal Horror ist. Wir wünschen der Zweifachmama und allen Angehörigen an diesem Tag viel Kraft und behalten Miriam Pilau als wahre Frohnatur in Erinnerung.